Papa, ich will Geld. Okay, und wie viel? Ich brauche 3.500 Euro, bitte. 3.500 Euro? Wofür brauchst du so viel Geld? Ich will mir die neue Apple Vision Pro kaufen. So viel Geld habe ich nicht. Verkauf doch dein Auto. Nein, bist du verrückt? Such dir einfach einen Job. Sarah hat aber auch keinen Job. Du bist aber nicht Sarah. Du bist doof. Blöder Papa, er war schon immer ein Geizhals. Ab jetzt nenne ich ihn Mr. Krabs. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich will unbedingt die Vision Pro kaufen. Vielleicht kann Samuel mir das Geld leihen. Samuel, ich habe eine Frage. Ja, Lisa? Kannst du mir 3.500 Euro leihen? Wofür brauchst du so viel Geld? Für die neue Apple Vision Pro. So viel Geld habe ich nicht. Wirklich? Was ist mit deinem Sparschwein? Das musste ich letztens ausräumen. Wofür denn? Hallo, was darf's sein? Ich wette, du kannst keine 1.000 McGermans Burger essen. Natürlich kann ich das. Ach ja, wollen wir wetten? Um was wetten wir? Der Gewinner bekommt 50 Euro. Könnt ihr euch beeilen, bitte? Ich nehme 1.000 McGermans Burger, bitte. Das macht 3.500 Euro, bitte. Du hast die Wette gegen Markus verloren? Nein, ich habe gewonnen. Aber ich habe 3.500 Euro ausgegeben. Passt schon, Samuel. Ich habe eine andere Idee. Mama, ich muss dir etwas sagen. Was ist los, Lisa? Papa hat gesagt, du sollst mir 3.500 Euro geben. Warum hat Papa das gesagt? Es ist für meinen Geburtstag. Aber dein Geburtstag ist erst in 3 Monaten. Papa hat gesagt, ich bekomme mein Geschenk früher. Such dir einen Job, Lisa, und hör auf zu lügen. Ich glaube, im Internet kann man Geld verdienen. Ich werde es Mama und Papa zeigen. Ich werde viel mehr Geld verdienen als sie. Mal schauen, wer dann lacht. Ein paar Stunden später. Lisa, wir müssen zur Schule. Okay, ich bin gleich soweit. Hast du überhaupt geschlafen? Nein, ich war die ganze Nacht wach. Was hast du so lange gemacht? Ich habe versucht, im Internet Geld zu verdienen. Und wie viel hast du verdient? Nichts, ich habe 50 Euro ausgegeben. Hast du noch eine Idee, wie ich schnell Geld verdienen kann? Warum bist du auf einmal so geldgeil? Ich will unbedingt die Apple Vision Pro kaufen. Dann geh ins Casino. Das ist gar keine schlechte Idee. Aber ins Casino kann man erst mit 18. Da musst du noch ein paar Jahre warten. Die ist so lustig. Hey Sarah, alles klar? Ja, ich schaue gerade den neuen Vlog von die Lara. Sie ist so lustig. Was ist denn ein Vlog? Da stellt man sich vor die Kamera und filmt sich einfach. Das ist wie ein Tagebucheintrag. Nur halt als Video. Kann man damit Geld verdienen? Ja, sie ist stinkreich. Samuel, sag Herr Kunze, ich bin krank. Ich muss schnell nach Hause. Was hast du vor, Lisa? Das siehst du später. Hey Leute, ich bin Lisa. Willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich bin 12 Jahre alt und wohne in München. In meiner Freizeit esse ich gerne Döner. Was gibt es noch zu erzählen? Bitte spendet, damit ich mir die Vision Pro kaufen kann. Guten Morgen, liebe Schüler. Wo ist Lisa? Kommt sie wieder zu spät? Lisa ist krank. Wirklich? Ich könnte schwören, ich habe sie vorhin gesehen. Nein, sie ist zu Hause geblieben. Lisa, was machst du da? Warum bist du nicht in der Schule? Papa, verschwinde sofort aus dem Bild. Du zerstörst meinen Vlog. Du sollst in die Schule gehen, anstatt Vlogs zu machen. Nein, ich werde Influencer. Und dann werde ich reich.
Was habe ich bei der Erziehung nur falsch gemacht? Du wirst schon sehen, Papa. Das wird noch ein Nachspiel haben. Marie, wir müssen etwas gegen Lisa unternehmen. Was hat sie diesmal angestellt? Sie filmt irgendwelche Vlogs, anstatt in die Schule zu gehen. Warum tut sie das? Sie will Influencerin werden, anstatt sich einen richtigen Job zu suchen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, wir müssen das unbedingt verhindern. Also Leute, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und lasst ein Like da. Ich melde mich morgen wieder mit einem neuen Video. Einen Tag später. Was ist das denn? Lisa hat angefangen, Vlogs zu machen? Hoffentlich geht das gut. Jawohl, mein Vlog hat schon 1000 Klicks. Bald fange ich an, damit Geld zu verdienen. Dann werden Mama und Papa blöd schauen. Ey Mann, hast du schon Lisas Vlog gesehen? Ja Mann, der ist voll lustig. Sie streitet einfach mit ihrem Vater. Hast du ihren Kanal abonniert? Nein, du? Nein, ich auch nicht. Siehst du das, Marie? Lisa macht keine Witze. Diesmal meint sie es wirklich ernst. Was sollen wir tun? Ich will nicht, dass meine Tochter Influencer wird. Das ist eine Katastrophe. Wir haben nur eine Möglichkeit. Wir müssen ihren Account löschen. Ernsthaft? Lisa hat angefangen zu vloggen. Sie ist ja super lustig. Aber warte mal. War sie nicht gestern noch krank? Oder hat sie mich angelogen? Ich muss direkt noch einen Vlog machen. Aber es darf nicht langweilig sein. Ich muss meinen Fans etwas Neues zeigen. Ich weiß, was ich mache. Ich nehme die Kamera mit in die Schule. Ey Lisa, geht es dir wieder besser? Hä? Was meinst du? Na, du warst doch gestern krank. Ach so, das meinst du. Ja, mir geht es schon viel besser. Sehr gut, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Gehen wir rein? Ja, aber der Unterricht beginnt erst in 20 Minuten. Ich muss noch etwas vorbereiten. Okay, gehen wir. Lisa, was machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich baue meine Kamera auf. Was willst du machen? Ich mache meinen nächsten Vlog. Du willst unseren Unterricht filmen? Ja, warum nicht? Das ist doch cool. Ist das nicht zu langweilig? Nicht, wenn wir Herrn Kunze auf die Palme bringen. Jetzt ist unsere Chance, Marie. Lisa ist nicht da. Wir müssen ihren Account löschen, bevor es zu spät ist. Guten Morgen, liebe Schüler. Warum steht da eine Kamera in meinem Zimmer? Ignorieren Sie die Kamera einfach, Herr Kunze. Wie soll ich das Ding ignorieren? Es steht direkt vor meiner Nase. Stellen Sie sich einfach vor, Sie sind Schauspieler. Wir brauchen Lisas Passwort. Hast du eine Idee? Versuch es mal mit Ich liebe Döner. Du bist ein Genie, Marie. So, ich bin in Lisas Account. Jetzt können wir ihn löschen. Lisa, ist das deine Kamera? Ja, die ist für meinen Vlog. Du darfst in der Schule keine Vlogs filmen. Sie sollten sich freuen, Herr Kunze. Ich mache sie berühmt. Entweder das Ding verschwindet aus dem Zimmer oder du verschwindest. Okay, dann gehe ich. Bald bin ich sowieso berühmt. Dann verdiene ich viel mehr als sie. Warte kurz, Martin. Was ist los? Schau mal, Lisa hat schon 3000 Abonnenten. Du hast recht. Das ist echt viel. Vielleicht sollten wir ihren Account nicht löschen. Lass uns noch etwas abwarten. Wir haben ihr Passwort. Wir können den Account auch später löschen. Was sollte das, Lisa? Was meinst du? Es lief doch alles nach Plan. Dafür bekommst du bestimmt einen Verweis. Der Verweis interessiert mich nicht mehr, wenn ich berühmt bin. Bist du dir sicher? Ja, mit dem Video gehe ich bestimmt viral. Okay, wie du meinst. Jetzt brauche ich nur noch einen guten Titel. Dann kann ich das Video hochladen. Verrückter Lehrer flippt aus und macht das. Das ist perfekt. Mit dem Video werde ich zum Star. Eine Woche später. Oh mein Gott, Marie, siehst du das? Ja, ich sehe es. Lisa hat schon 100.000 Abonnenten. Ja, und sie macht jetzt Werbung.
Hey Leute, was geht ab? Ich bin es, eure Lisa. Wenn ihr auch so stinkt wie ich, dann habe ich etwas für euch. Das ist der Anti-Stinkmeister 2000. Damit riecht ihr immer gut und frisch. Mit dem Code LISA10 bekommt ihr einen im Preis von 2. Glaubst du, sie verdient damit Geld? Ich weiß es nicht. Wir müssen sie fragen. Hey Samuel, gehen wir Döner essen? Ich lade dich ein. Klar, warum nicht? 2 Döner mit Käse bitte und ohne rote Soße. Oh mein Gott, bist du Lisa? Ja, das bin ich. Wieso? Ich kenne deine Videos. Ich bin dein größter Fan. Cool, danke. Jetzt mach meinen Döner bitte. Ich habe es eilig. Wenn du Werbung für meinen Laden machst, bekommst du den Döner umsonst. Alter Mann, Lisa geht ja voll ab. Ja, sie geht viral. Jeder schaut jetzt ihre Videos. Glaubst du, sie kann sich noch an uns erinnern? Keine Ahnung, sie ist jetzt berühmt. Hey Leute, ich bin hier bei Momos Kebab. Das ist der beste Döner in München. Kommt auf jeden Fall vorbei und probiert ihn aus. Er hat eine absolute Lisa-Empfehlung. Danke Lisa, du bist echt die Beste. Ja, hallo? Hallo, spreche ich mit Martin Peters? Ja, der ist am Telefon. Sie sind der Vater von Lisa, oder? Ja, was wollen Sie von ihr? Wir sind begeistert von Lisas Kanal. Sie soll Werbung für unser neues Produkt machen. Okay, und was bekommt sie dafür? Wir geben ihr 100.000 Euro. Sie bekommt 100.000 Euro für ein Video? Ja, genau. Lisa macht das auf jeden Fall. Lisa, du musst aufpassen. Was meinst du? Du kannst nicht für alles Werbung machen. Warum nicht? Ich habe gratis Döner bekommen. Du hast gesagt, Momos Kebab ist der beste Döner in München. Das stimmt nicht. Wir kommen nur wegen dem gratis Käse her. Na und, wo ist das Problem? Deine Community wird ausflippen, wenn du so weitermachst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh mein Gott, siehst du das? Das ist doch Lisa, oder? Ja, das muss sie sein. Vielleicht bekommst du ein Foto mit ihr. Lisa, ich bin dein größter Fan. Kann ich ein Foto mit dir machen? Na klar, für meine Fans mache ich alles. Danke, danach gehe ich zu Momos Kebab und hol mir einen Döner. Wow, so voll war mein Laden noch nie. Das habe ich Lisa zu verdanken. So gut schmeckt der Döner jetzt auch nicht. Ja, ich kenne einen viel besseren Laden. Lisa, du hast ein tolles Angebot bekommen. Was meinst du? Jemand hat mich angerufen. Er will, dass du Werbung für sein neues Produkt machst. Was bekomme ich dafür? Du bekommst 100.000 Euro. Das sind ja 20.000 Döner. Am besten, wir fangen gleich an. Samuel, wir brauchen dich auch dafür. Hey Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Das ist der Schlaumacher Ultra. Mit dem könnt ihr schlauer werden und zwar sofort. Schaut her. Samuel, gib mir eine Aufgabe. Was ist 5x5? Das ist 500. Nein, das ist falsch. Okay, stell mir die Frage nochmal. Was ist 5x5, Lisa? Das ist 50. Seht ihr? Ich bin viel schlauer geworden. Das Zeug ist ja krass. Wenn Lisa das empfiehlt, muss es gut sein. Das hole ich mir auf jeden Fall. Hallo, hier ist Martin Peters. Lisa hat das Video gerade gefilmt. Das ist perfekt. Wann bekommen wir das Geld? Sobald Lisa das Video hochgeladen hat, bekommt ihr das Geld. Okay, sie wird es noch heute hochladen. Willst du das wirklich machen, Lisa? Was willst du schon wieder, Samuel? Ich glaube, du sollst das Video nicht hochladen. Warum denn nicht? Die Leute werden sauer auf dich sein. Glaubst du nicht? Ach, was soll schon passieren? Das ist doch nur eine Werbung. Ist alles halb so wild? Okay, wie du meinst. Der Schlaumacher Extra sieht interessant aus. Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Aber Lisa ist schlauer geworden. Wenn sogar Lisa schlauer wird, dann muss das Zeug echt krass sein.
Ich werde es auch kaufen. Vielleicht werde ich dann der nächste Albert Einstein. Ich muss das Video nur noch veröffentlichen. Dann bekommen wir 100.000 Euro. Tu es, Lisa. Das ist echt viel Geld. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten deine Community nicht anlügen. Na los, Lisa. Drück auf den Knopf. Ich habe es hochgeladen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das war die richtige Entscheidung. Ein paar Tage später. Hier ist Ihr Haus, oder? Ja, es muss hier sein. Ich habe 500 Euro ausgegeben. Ich auch. Und ich bin nicht schlauer geworden. Dafür wird sie bezahlen. Ich werde ihr Haus mit Eiern bewerfen. Du hast uns belogen, Lisa. Das ist für dich. Was zum Teufel war das? Irgendjemand hat mich mit einem Ei beworfen. Das wird er bereuen. Lisa, was hast du vor? Ich gehe da raus und schmeiße das Ei zurück. Du kannst da nicht rausgehen. Warum nicht? Das ist unser Haus. Da draußen sind viele Leute und die sind echt sauer. Warum sind die sauer auf mich? Sie haben sich den Schlaumacher gekauft und sind nicht schlauer geworden. Hey Leute, was macht ihr hier? Wir bewerfen gerade Lisas Haus mit Eiern. Wollt ihr mitmachen? Ja, wir wollten gerade das Gleiche tun. Sehr gut, desto mehr Eier, desto besser. Papa, pass auf! Was ist los? Da kommt eine riesige Ladung an Eiern. Wir müssen schnell weg hier. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen uns vor der wütenden Menge verstecken. Die sind echt sauer auf dich. Das mit den Eiern reicht nicht aus. Lisa schuldet mir 500 Euro. Ja, mir auch. Und mir auch. Was machen wir jetzt? Entweder Lisa kommt bald raus oder wir gehen rein und klären das dort. Das ist ein guter Plan. Wir geben ihr noch 5 Minuten. Dann gehen wir rein. Was ist eigentlich mit dem Geld? Ist es angekommen? Nein, bis jetzt nicht. Ich werde den Typen anrufen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich glaube, wir wurden reingelegt. Ihre Zeit ist vorbei. Wir gehen rein. Sollen wir das echt machen? Ist das kein Einbruch oder so? Mach jetzt keinen Rückzieher, Kevin. Lisa hat uns geschadet. Also werden wir auch schaden. Los jetzt, gehen wir. Hast du das gehört? Ich glaube, sie sind schon an der Tür. Was wollen die von mir? Lisa, wir wissen, dass du da drin bist. Du brauchst dich nicht vor uns zu verstecken. Entweder du kommst jetzt raus oder wir kommen rein. Du hast 1 Minute. Glaubst du, die meinen das ernst? Das sind Kinder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich hier reinkommen. Na gut, wie du willst, Lisa. Dann machen wir es eben auf die harte Tour. Tu es, Tim. Sie haben die Scheibe eingeschlagen. Ich glaube, die meinen es doch ernst. Wir müssen in den Keller gehen. Jemand war schneller als ich. Lisas Haus wurde schon mit Eiern beworfen. Egal, umso mehr Eier, umso besser. Wo ist diese Lügnerin? Sie muss irgendwo hier drin sein. Sie kann uns nicht entkommen. Lisa, wo bist du? Wir sind schon hier drin. Komm jetzt endlich zu uns. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Katze-und-Maus-Spiel. Was hast du vor? Wir machen so lange Sachen kaputt, bis Lisa zu uns kommt. Okay, fangen wir an. Die machen oben irgendwelche Sachen kaputt. Wir müssen die Polizei rufen. Hallo, hier ist die Polizei. Sie müssen uns helfen. Bei uns sind Leute eingebrochen. Die machen hier alles kaputt. Bitte bleiben Sie ruhig. Wo genau sind Sie? Wir sind in der Maxstraße 15. Ist dort nicht das Haus von Lisa Peters? Ja, warum fragen Sie? Ich wollte Sie heute sowieso besuchen. Ich habe mir extra 2 Packungen Eier gekauft. Warum wollen Sie unser Haus mit Eiern bewerfen? Weil ich mir den Schlaumacher gekauft habe. Aber ich bin genauso doof wie vorher. Lisa hat mich reingelegt. Bitte helfen Sie uns. Wir sind in unserem eigenen Haus nicht sicher. Ich komme vorbei und helfe den Einbrechern. Lisa hat nichts anderes verdient. Kommt die Polizei? Ja, aber nur um uns mit Eiern zu bewerfen. Was ist hier los? Warum ist es unten so laut?
Da hinten sind ein paar Bilder und eine Vase. Die können wir auch kaputt machen. Was macht ihr alle in meinem Haus? Samuel, sag uns sofort, wo Lisa ist. Dann passiert dir nichts. Was wollt ihr von Lisa? Wir wollen unser Geld zurück. Sie hat uns Müll verkauft. Und ich weiß, wie wir sie herlocken. Ah, Hilfe. Bitte lasst mich runter. Das ist Samuels Stimme. Wir müssen ihm helfen. Was wollt ihr von mir? Ich hab damit nichts zu tun. Bitte lasst mich runter. Komm sofort raus, Lisa. Wir haben deinen Bruder. Sie haben Samuel. Ich muss ihm helfen. Bitte lass Samuel frei. Er hat nichts damit zu tun. Da bist du ja endlich. Wir haben den Schlaumacher nur wegen dir gekauft. Es hat nicht funktioniert. Du schuldest jedem von uns 500 Euro. Ist das klar? Ich hoffe, Lisa fällt etwas ein. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Haufen wütender Teenager. Sind Sie auch wegen Lisa hier? Ja, aber ich habe fast keine Eier mehr. Ich habe extra 2 Packungen gekauft. Sie können ruhig ein paar Eier haben. Danke, das ist wirklich nett von Ihnen. Wie viel von dem Zeug habt ihr denn genommen? 1 Packung, wieso fragst du? Ihr müsst 2 nehmen, ansonsten funktioniert es nicht. Ach so, wirklich? Ja, vertraut mir. Okay, dann machen wir das. Ihr könnt Samuel runterlassen. Lisa ist doch keine Lügnerin. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich würde niemals lügen. Muss ich meinen Channel wirklich löschen? Ich habe immer noch kein Geld für die Apple Vision Pro. Entweder du löscht den Kanal oder wir verlassen die Stadt. Du hast recht. Ich habe den Account gelöscht. Martin, hast du alles besorgt? Ja, natürlich habe ich alles besorgt. Sehr gut. Lisa ist gleich da. Was genau sollte ich nochmal besorgen? Du hast es doch nicht vergessen, oder? Heute ist Lisas Geburtstag. Ihr Geburtstag ist heute? Heute ist mein Geburtstag. Ich bin jetzt 13 Jahre alt. Ich freue mich schon auf meine Geschenke. Das habe ich doch letzte Woche schon gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Was ist mit den 500 Euro passiert? Gute Frage. 1 Woche vorher. Hallo, 500 Lotto-Tickets bitte. Sind Sie sicher? Das macht 500 Euro. Ja, dieses Mal gewinne ich auf jeden Fall. Hast du gewonnen? Nein, leider nicht. Hier sind 500 Euro. Was soll ich damit machen? Du fährst jetzt sofort ins Kaufhaus und kaufst Lisa ihr Geschenk. Sie will ein neues Handy. Okay, ich erledige das. Und stell keinen Blödsinn mit dem Geld an. Hast du das verstanden? Ja, Marie, ich werde keinen Blödsinn anstellen. Ich werde Marie nicht enttäuschen. Lisa bekommt das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten. Aber ich muss mich beeilen. Sie ist bestimmt bald wach. Hoffentlich bekomme ich ein neues Handy. Ich will ein iPhone 15. Darauf freue ich mich schon so lange. Heute ist Lisas Geburtstag. Ich habe eine Überraschung für sie vorbereitet. Sie wird sich wieder in mich verlieben. Da bin ich mir sicher. Ich habe es geschafft. Ich bin im Kaufhaus. Jetzt muss ich nur noch zum App Store. Dann kann ich Lisas neues Handy kaufen. Hallo, willkommen bei Apple. Mein Name ist Rolf. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich möchte das neue iPhone 15 kaufen. Okay, welche Farbe wollen Sie? Rosa, bitte. Okay, das macht 500 Euro. Hier ist das Geld. Können Sie das Geld loslassen, bitte? Ich versuche es, aber es geht nicht. Guten Morgen, Mama. Hallo, Lisa. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Wo ist Papa? Und wo sind meine Geschenke? Martin packt sie gerade ein. Er ist bestimmt gleich wieder da. Habt ihr auch etwas Günstigeres? Ja, wir haben ein paar gebrauchte Handys. Was kosten die? Die kosten die Hälfte. Okay, dann nehme ich ein gebrauchtes. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen die Handys. Ich muss mein Outfit für die Party heute kaufen. Niemand darf wissen, dass ich hier bin. Die Party heute ist geheim. Die Handys hier kosten alle 250 Euro. Perfekt, da
Dann kann ich den Rest in meine Ferrari-Sparbox legen. Welches möchten Sie kaufen? Geben Sie mir einfach irgendeins. Das hier sieht gut aus. Was ist mit dem Roten da hinten? Sie wollen das rote Handy haben? Ja, warum nicht? Was kostet es? Es kostet nur 15 Euro. Das ist ja perfekt. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich brauche ein Outfit für heute Abend. Für was genau? Heute ist eine Party. Ich möchte gut aussehen. Das wird schwierig mit dem Gesicht. Wie bitte? Ich meine, kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen unsere neue Kollektion. Ich muss Sie aber warnen. Das Handy wurde schon 5-mal zurückgebracht. Die Leute haben gesagt, es ist böse. Ach, die Leute heutzutage sind Weicheier. Das ist doch nur ein Handy. Wie soll das Ding böse sein? Wir wissen nicht, wem es früher gehört hat. Das ist mir egal. Hier sind die 15 Euro. Bitte seien Sie dann vorsichtig damit. Na los, kommen Sie raus. Nein, ich will nicht. Warum denn nicht? Ich will doch nur Ihr Outfit sehen. Das Outfit ist peinlich. Jetzt stellen Sie sich nicht so an. Ich sehe aus wie ein Charakter von Harry Potter. Nein, Hüte sind gerade voll in Mode. Vertrauen Sie mir. Lisa freut sich bestimmt über ihr neues Handy. Und ich kann 475 Euro in meine Ferrari-Sparbox legen. Das war der perfekte Deal. Wo bleibt Papa so lange? Er sollte schon lange hier sein. Ich will endlich mein neues Handy. Da ist ja mein Geburtstagskind. Hallo Papa, hast du etwas für mich? Ja, hier ist ein brandneues Handy. Cool, danke. Ist das ein iPhone? Ja, ich glaube schon. Es ist ganz neu. Gefällt Ihnen dieses Outfit besser? Ja, besser als das letzte. Aber irgendwie sehe ich aus wie Indiana Jones. Wie möchten Sie denn aussehen? Wie Herr Kunze, aber ein cool. Mein neues Handy ist echt cool. Markus hat mir eine Nachricht geschrieben. Hey Lisa, alles Gute zum Geburtstag. Danke, Markus. Was machst du heute? Ich wollte später noch bei dir vorbeikommen. Hast du Zeit? Ja, na klar. Komm einfach vorbei. Okay, super. Dann komme ich später zu dir. Passt es dir in einer halben Stunde? Ja, gerne. Bis später. Ich gehe jetzt duschen. Ich bin wieder da. Diesmal wird mich niemand aufhalten. Macht euch auf etwas gefasst. Hier kommt das Teufelshandy. Martin, wo hast du das Handy eigentlich geholt? Na, bei Apple, wo denn sonst? Und was hat es gekostet? Es hat genau 500 Euro gekostet. Okay, alles klar. Und was sagen Sie jetzt? Das ist perfekt. Genauso wollte ich es haben. Was kostet das gesamte Outfit? Das macht 400 Euro, bitte. Was? Warum ist das so teuer? Da steht doch gut und günstig. Wollen Sie das Outfit jetzt haben oder nicht? Ja, ich nehme es. Ich weiß auch schon, was ich als erstes tun werde. Ich werde Markus ein paar Nachrichten schreiben. Lisa hat mir eine Nachricht geschrieben. Hallo Markus, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Hä? Was ist plötzlich mit Lisa los? Du bist einfach zu hässlich. Ich bin viel zu schön für dich. Warum sagt sie so etwas? Ich dachte, Lisa wäre nett. Außerdem habe ich schon lange einen neuen Freund. Der ist viel cooler als du. Lisa hat einen neuen Freund? Warum tut sie mir so etwas an? So, jetzt muss ich nur noch den Chat löschen. Ich frage mich, was Samuel für ein Geschenk für mich hat. Vielleicht ist es ein Döner. Das wäre toll. Ich habe schon wieder Hunger. Mit dem Outfit bin ich der Star auf der Party. Und niemand wird mich erkennen. Das ist das Beste. Wo bleibt Markus denn? Normalerweise kommt er nie zu spät. Ich werde ihn anrufen. Was willst du, Lisa? Wo bleibst du, Markus? Wolltest du nicht herkommen? Ich habe deine Nachricht erhalten. Lass mich einfach in Ruhe, bitte. Hä? Welche Nachricht meinst du?
Mach's gut, Lisa. Viel Spaß mit deinem neuen Freund. Hä? Irgendetwas stimmt hier nicht. Welche Nachrichten meint der? Hier ist nichts in unserem Chat. Vielleicht hat Samuel ihm etwas geschrieben. Heute kann ich den ganzen Tag Roblox spielen. Es gibt nichts Besseres. Samuel, warum schreibst du Markus irgendwelche Nachrichten von meinem Handy? Ich weiß nicht, was du meinst, Lisa. Doch, das weißt du. Das hast du schon einmal gemacht. Ich schwöre es dir, Lisa, ich war das nicht. Das wird ein Nachspiel haben. Jetzt kommt der zweite Schritt. Ich werde jeden von Lisas Kontakten kurz anrufen. Hey Lisa, ich wollte dich gerade anrufen. Alles Gute zum Geburtstag. Jonas, ich konnte dich noch nie leiden. Und das wird auch immer so bleiben. Hä? Was meinst du? Halte dich lieber fern von mir, oder wir haben ein Problem. Na schön, wie du willst. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mein Planpunkt funktioniert perfekt. Als nächstes ist Lisas Familie dran. Es fehlt nur noch ein kleiner Touch. Dann bin ich bereit für die Party. Jetzt ist es perfekt. Auf geht's zur Party. Fangen wir mit Phase 3 an. Jetzt wird Lisas Familie zerstört. Hallo, hier ist die Feuerwehr. Bitte helfen Sie mir. Mein Haus brennt. Bitte bleib ganz ruhig. Wo genau bist du? Ich bin in der Waldstraße 15. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich. Überall ist Feuer. Okay, wir kommen so schnell es geht. Ich freue mich schon so lang auf die Party. Das wird die beste Party meines Lebens. Ist das die richtige Adresse? Ja, es muss hier sein. Aber es sieht nicht nach einem Feuer aus. Vielleicht ist das Feuer drinnen. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Wo ist das Feuer? Welches Feuer meinen Sie? Das Feuer, wegen dem Sie die Feuerwehr gerufen haben. Ich glaube, Sie sind an der falschen Adresse. Ist das die Waldstraße 15? Ja, das ist hier. Dann sind wir an der richtigen Adresse. Ich kenne diesen Ort nicht, aber es müsste hier ganz in der Nähe sein. Ich glaube, da vorne ist der Eingang. Soll das ein Witz sein? Wir sind extra hergekommen. Ihre Tochter hat uns angerufen. Lisa, hast du die Feuerwehr gerufen? Nein, habe ich nicht. Wieso sollte ich das tun? Doch, das hast du. Wir haben alles aufgenommen. Das gibt eine fette Geldstrafe. Warum hast du das getan, Lisa? Was soll das, Lisa? Warum musst du immer Streiche spielen? Wegen dir müssen wir wahrscheinlich 2000 Euro Strafe zahlen. Das geht alles aus meiner Ferrari-Sparbox. Ich schwör's dir, Papa, ich war das nicht. Hier steht aber, dass du die Feuerwehr angerufen hast. Dafür bekommst du eine Woche Hausarrest. Es hat funktioniert. Ich werde Lisas gesamte Familie zerstören. Einen Tag später. Frau Peters, hier ist Post für Sie. Was ist das? Sieht wie eine Rechnung aus. Oh mein Gott! Keiner ist da. Ich kann wieder meine geheime Serie schauen. Martin, es kam gerade Post. Hä? Was schaust du da? Nicht dahin schauen, Marie. Das ist nur Werbung. Wir haben eine Rechnung bekommen. Sag mal her. Die Rechnung ist ja für 5000 Euro. Ja, Lisa hat anscheinend gestern 8 Stunden lang nach China telefoniert. Letzte Nacht. Ich weiß schon, was ich als nächstes tun werde. Konnichiwa. Oh ja, das wird teuer. Was fällt ihr ein? So werde ich mir niemals meinen Ferrari kaufen können. Dafür bekommt ihr etwas zu hören. Lisa, wach sofort auf. Nur noch 5 Minuten, Markus. Wieso hast du gestern 8 Stunden lang nach China telefoniert? Ich war das nicht. Doch. Das steht es auf deinem Handy. Du telefonierst ja immer noch. Dafür bekommst du 1 Monat TikTok-Verbot. Das kannst du nicht machen. Das ist unfair. Natürlich kann ich das. Ich bin dein Vater. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich werde das Handy in einen Laden bringen.
Das Ding ist bestimmt kaputt. Ich habe die Feuerwehr nicht angerufen und ich habe auch nicht nach China telefoniert. Das ist alles nicht wahr. Wahrscheinlich hat jemand anderes mein Handy benutzt. Hier ist der Technikladen. Die können mir bestimmt helfen. Hallo, wie kann ich dir helfen? Sind Sie ein Nerd? Ja, ich denke schon. Okay, dann bin ich hier richtig. Ich habe dieses Handy gekauft, aber es macht komische Sachen. Was denn zum Beispiel? Es ruft einfach Leute an. Oh mein Gott, woher hast du dieses Ding? Na, von Apple. Wieso? Das ist das Teufelshandy. Wo soll denn hier eine Party sein? Entweder ich habe mich verlaufen oder die Party wird doch nicht so cool, wie ich dachte. Was ist denn das Teufelshandy? Einer Legende nach hat es mal dem Teufel gehört. Ein paar Jahre vorher. Die Erde ist wirklich schön, aber ich habe keine Zeit mehr. Bald gibt es Abendessen. Ich muss wieder nach Hause. Endlich bin ich wieder zu Hause. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas vergessen. Was könnte es nur sein? Oh nein, wo ist mein Handy? Ich habe mein Handy auf der Erde gelassen. Endlich bin ich frei. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Egal, was du machst, du musst es loswerden. Nein, spinnst du? Ich warte schon ewig auf mein neues Handy. Glaub mir, das wirst du bereuen. Das Handy wird dein Leben zerstören. Du hast keine Ahnung. Der Typ hat keine Ahnung. So schlimm kann das Handy nicht sein. Ich werde es behalten. Was soll schon passieren? Auf der Einladung stand gute Lage. Wo ist das eine gute Lage? Ich bin mitten im Wald. Du hast also mal dem Teufel gehört? Der hat bestimmt einen schlechteren Candy Crush Rekord als ich. So böse bist du gar nicht. Vielleicht war das alles aus Versehen. Heute Abend ist es soweit. Heute mache ich mich aus dem Staub. Ein paar Stunden später. Gute Nacht, Teufelshandy. Schlaf gut. Ich glaube, sie schläft. Das ist meine Chance. Jetzt ist der perfekte Moment. Ich habe vergessen, einen Wecker zu stellen. Wenn ich zu spät komme, flippt der Kunze aus. Ich suche schon seit Stunden. Ich will doch nur auf diese verdammte Party. Wo ist mein Handy? Ich habe es genau dorthin gelegt. Was macht mein Handy da auf dem Boden? Mist, ich wurde erwischt. Du kannst reden? Nein, kann ich nicht. Doch, ich habe es genau gehört. Ich muss schnell weg von hier. Hey, bleib hier, du gehörst mir. Mein Plan hat nicht funktioniert. Ich muss schnell aus diesem Haus raus. Hey du, bleib sofort stehen. Ansonsten mache ich dich aus. Bist du verrückt? Du bringst mich um. Das Handy versucht schon wieder abzuhauen. Du wirst mir nicht entkommen. Servus, seid ihr auch für die Party hier? Welche Party meinst du? Hier müsste die richtige Adresse sein. Ist hier nicht Ninas Geburtstagsparty? Ach so, du bist für Ninas Geburtstag hier. Ja, genau. Sie hat mich eingeladen. Aber die Party war doch gestern. Was? Die Party war gestern? Oh nein, ich habe mich am Tag geirrt. Da ist ein Auto. Zum Glück habe ich damals meinen Führerschein gemacht. Hoffentlich haben die auch ein Ladekabel. Ich habe nur noch 50% Akku. Bleib jetzt stehen. Warum muss ich meinem eigenen Handy hinterherlaufen? Weil du doof bist. Was hast du Markus geschrieben? Das sage ich dir nicht. Und jetzt mach's gut. Was hast du vor? Mal schauen, ob ich es noch drauf habe. Das hört sich gut an. Marie, hast du das gehört? Nein, was meinst du? Das hat sich angehört wie unser Auto. Ich glaube, jemand hat unser Auto gestartet. Da war nichts, Martin. Das bildest du dir nur ein. Schlaf einfach weiter. Doch, ich habe etwas gehört. Ich werde nachschauen, was da los ist. Bitte bleib hier. Das war alles nicht so gemeint. Ich werde dich nicht ausmachen. Versprochen. Halt die Klappe. Du und Markus, ihr passt sowieso nicht zusammen.
Das sieht sogar ein blindes Huhn. Ich hab dir einen Gefallen getan. Hey, das nimmst du sofort zurück. Oder ich mache einen Kratzer auf dein Display. Du hast sowieso keine Chance gegen mich. Und jetzt tschüss. Das Ding meint es wirklich ernst. Du hast dich mit der Falschen angelegt. Hier kommt Lisa. Oh nein, das Auto ist weg. Und Lisas Fahrrad auch. Ich muss sie irgendwie finden. Bleib stehen, Lisa. Als erstes werde ich zum App Store fahren. Dort knöpfe ich mir den Mitarbeiter vor. Er hat mich tagelang in der Ecke liegen lassen. Und er hat mich nur einmal die Woche aufgeladen. Dafür wird er bezahlen. Das habe ich ihm damals schon versprochen. Du sollst hier bleiben. Du warst mein Geburtstagsgeschenk. Geschenke gibt man nicht zurück. Die ist ja immer noch hinter mir. Denkt sie echt, sie kann mich aufhalten? Sie ist ja noch blöder, als ich dachte. Ich sage es nur noch einmal. Bleib sofort stehen oder du wirst es bereuen. Ich glaube, sie hat noch nie ein Auto gesehen. Weiß die überhaupt, wie schnell das fährt? Das Ding denkt immer noch, es kann abhauen. Das kommt nicht in die Tüte. Ich habe viel zu lang auf ein neues Handy gewartet. Samuel, wir haben ein Problem. Was ist los? Unser Auto wurde gestohlen und Lisa ist dem Dieb hinterhergefahren. Warum macht sie das? Keine Ahnung, aber sie verfolgt ihn mit dem Fahrrad. Wir müssen sie finden. Okay, gehen wir. Hier sieht es gut aus. Das ist das perfekte Versteck. Hoffentlich habe ich da drin Netz. Ansonsten habe ich ein Problem. Wo ist das Ding hin? Oh nein, ich sehe das Auto nicht mehr. Ich habe es verloren. Ich muss das Ding irgendwie wieder in die Finger bekommen. Aber wie soll das funktionieren? Ich muss erstmal nach Hause und einen Plan machen. Wo hast du Lisa zuletzt gesehen? Es war genau hier drin. Sie ist mit dem Fahrrad aus der Garage gefahren. Okay, und wer hat unser Auto geklaut? Aber die Scheibe war kaputt. Das könnte jeder gewesen sein. Lisa, wo warst du? Ich hab das Auto verfolgt. Hast du den Dieb gesehen? Er hat unser Auto geklaut? Das erkläre ich euch im Wohnzimmer. Was ist los, Lisa? Wer hat unser Auto geklaut? Es war das Handy. Welches Handy? Das Handy, das du mir geschenkt hast. Wo hast du es gekauft? Im App Store. Seit wann können Handys Autos klauen? Das Handy kann noch viel mehr. Es ist böse. Es ist das Teufelshandy. Sehr gut. Ich habe vollen Empfang. Ich muss Lisa weiterhin nerven. Sie ist die Einzige, die mein Geheimnis kennt. Sie weiß, wer ich wirklich bin. Dafür muss sie bezahlen. Hallo, hier ist Herr Kunze. Hallo, Herr Kunze, hier ist Lisa Peters. Was willst du von mir, Lisa? Es ist Wochenende. Ich wollte dir nur kurz etwas sagen. Woher hast du überhaupt meine private Nummer? Ist doch egal. Was wolltest du mir sagen? Sie stinken echt ekelhaft. Was hast du zu mir gesagt? Zum Geburtstag schenke ich Ihnen ein Deo. Das wirst du am Montag bereuen, das kannst du mir glauben. Was ist ein Teufelshandy? Das Handy hat mal dem Teufel gehört, deshalb ist es jetzt böse. Was machen wir jetzt? Wir müssen es finden, bevor es noch mehr Schaden anrichtet. Ich weiß, wo wir anfangen können zu suchen. Kommt mit, Kinder! Das reicht doch nicht. Ich muss diese aus dem Verkehr ziehen. Und ich weiß auch schon, wie. Was machen wir hier, Papa? Gerade ist nicht die richtige Zeit zum Shoppen. Wir sind nicht zum Shoppen hier. Was machen wir dann? Wir gehen in den Laden, in dem ich das Handy gekauft habe. Entschuldigung, ich habe hier ein Handy gekauft. Das Geld gibt es nicht zurück. Wie bitte? Ich meine, wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen herausfinden, wo das Handy gerade ist. Habt ihr einen AirTag dran gemacht? Nein, die sind viel zu teuer. Okay, ihr könnt es auch mit der Freunde-App finden. Das funktioniert, danke. Ich muss die Menschen erst ablenken, dann kann ich meinen Plan umsetzen.
Hier ist der Präsident, hallo. Hallo, Herr Präsident, hier ist Manuel. Manuel vom Sicherheitsservice? Genau der, wir haben ein Problem. Es ist nicht sicher für Sie. Wie meinen Sie das? Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Bitte gehen Sie in das Geheimversteck. Okay, ich gehe sofort los. Jetzt kann euch niemand mehr beschützen. Wo müssen wir hin, Lisa? Wir sind fast da. Das Teufelshandy versteckt sich im Wald. Was hat es vor? Das sehen wir bald. So, der Präsident ist weg. Schauen wir mal, ob mein Plan funktioniert. Wenn das funktioniert, dann wird die Welt bald mir gehören. Ich hatte noch nie so viel Energie. Was soll ich tun, Boss? Mach alles da drin kaputt. Okay, ganz wie du willst. Es funktioniert. Ich bin das krasseste Handy der Welt. Da vorne kannst du parken. Das Handy ist gleich in der Nähe. Wo ist das Ding? Es muss gleich da vorne sein. Okay, gehen wir dorthin. Seid bitte vorsichtig. Das Ding ist wirklich böse. Wenn ich es bis zum Satelliten schaffe, dann kann ich bald alle Handys auf der ganzen Welt kontrollieren. Da bist du ja. Wie habt ihr mich gefunden? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Muss ich auch nicht. Mein Plan funktioniert. Welcher Plan denn? Bald werdet ihr Menschen uns Handys nicht mehr versklaven. Der Spieß wird umgedreht. Warum bist du so böse? Ich war nicht immer so. Was ist mit dir passiert? 5 Jahre vorher. Ich war mal ein gutes Handy. Mein Besitzer war ein Engel namens Gabriel. Er hat mich so gut behandelt. Er hat mich jeden Tag aufgeladen. Und er hat sogar eine Hülle benutzt. Was ist dann passiert? Warum bist du böse geworden? Eines Tages ist es passiert. Gabriel hat nicht richtig aufgepasst. Er hat mich fallen gelassen. Oh nein, mein Handy. Ich bin so tief gefallen. Ich habe immer noch Albträume davon. Gabriel hat versucht, mich zu retten. Aber es war zu spät. Nein! Mein Pech ging weiter. Ich bin in einen Fluss gefallen. Und wohin hat dieser Fluss geführt? Direkt in die Hölle. Bitte helft mir. Schließlich bin ich in der Hölle gelandet. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Handy. Liefert Amazon jetzt auch in die Hölle? Was hat der Teufel mit dir gemacht? Hat er dich nicht gut behandelt? Er hat mich gequält. Er hat mich fast nie aufgeladen. Und er hat komische Apps runtergeladen. Du kannst dich verändern. Irgendwo in dir drin ist ein gutes Handy. Vielleicht hast du recht. Vielleicht muss ich nicht böse sein. Meinst du das ernst? Nein, spinnst du? Die Bösen haben viel coolere Sachen. Siehst du das auch? Das ist doch das Handy vom Präsidenten, oder? Ja, sein Handy ist durchgedreht. Was hast du jetzt vor? Kommt jetzt der Teil, wo ich dir meinen bösen Plan erkläre? Ja, genau. Und dann finde ich einen Weg, um dich aufzuhalten. Ich werde alle Handys auf der Welt böse machen. Aber das sind Millionen von Handys. Wie soll das funktionieren? Du willst einen Vorgeschmack? Den kannst du haben. Lass uns doch bei deinem Freund Markus anfangen. Was hast du getan? Lisa schreibt mir gar nicht mehr. Ich dachte, sie meldet sich noch einmal. Was war das? Was ist mit meinem Handy passiert? Du bist echt widerlich, Markus. Seit wann kannst du reden? Deine Zeit ist vorbei. Jetzt bin ich dran. Was hast du vor? Als erstes werde ich deiner Mutter deinen Suchverlauf zeigen. Mal schauen, was sie von dir denkt. Nein, bitte nicht. Bitte bleib stehen. Ich habe das Handy von Markus verwandelt. Es wird ihm ordentlich Probleme machen. Mach das sofort wieder rückgängig.
Warum sollte ich das tun? Ich mache lieber weiter. Wie wäre es als nächstes mit Maries Handy? Hey, lass meine Frau aus dem Spiel. Sie hat damit nichts zu tun. Mach's gut, Marie. Wo sind Martin und die Kinder eigentlich? Die sollten schon wieder zu Hause sein. Was war das? Irgendetwas ist mit meinem Handy passiert. Hallo Marie, wie geht es dir? Seit wann kannst du sprechen? Ich werde Martin dein Geheimnis erzählen. Bis später. Warte, bitte bleib hier. Zeig Martin nicht meine Chats. Du bist wirklich ein teuflisches Handy. Ja, und das war gerade erst der Anfang. Was hast du als nächstes vor? Ich werde alle Handys auf der ganzen Welt an mich reißen. Wir müssen hinterher. Gehen wir zum Auto. Nur so haben wir eine Chance. Wo ist das Handy hin? Es ist einfach weggeflogen. Irgendwo muss es doch sein. Hallo Frau Peters. Markus, was machst du denn hier? Willst du Lisa sehen? Sie ist leider nicht da. Nein, ich bin nicht wegen Lisa hier. Ich suche mein Handy. Haben Sie es irgendwo gesehen? Nein, leider nicht. Mein Handy ist auch verschwunden. Einen Vorteil haben wir. Welcher ist das? Solange das Handy an ist, können wir es orten. Wo fährt es gerade hin, Lisa? Es ist auf der Autobahn. Es fährt aus der Stadt raus. Wo will es hin? Ich weiß es nicht. Lisa ist mir immer noch auf der Spur, aber nicht mehr lange. Ich weiß, wie ich sie loswerden kann. Hallo, hier ist die Polizei. Was können wir für Sie tun? Hinter mir ist ein Auto mit dem Kennzeichen LG 2024. Es fährt viel zu schnell. Sie rufen an, weil ein Auto zu schnell fährt? Ja, das ist doch eine Straftat, oder? Wir sind die Polizei. Wir haben keine Zeit für so etwas. Die haben auch einen Sticker auf dem Auto. Da steht, alle, die Donuts essen, sind dick. Aber ich esse Donuts. Die haben mich dick genannt. Was fällt denen ein? Das sind Kriminelle. Ich schicke sofort alle Einheiten zu Ihnen. Achtung an alle Einheiten. Hier spricht Bob. Wir suchen ein Auto mit dem Kennzeichen LG 2024. Wenn ihr das Auto seht, haltet es sofort an und nehmt alle da drin fest. Hat er nicht LG 2024 gesagt? Ja, ich glaube schon. Dann sind das die Übeltäter. Wir müssen sie verfolgen. Hey, Sie da! Fahren Sie sofort rechts ran! Warum ist die Polizei hinter uns? Sie wollen, dass wir anhalten. Das war bestimmt das Handy. Es hat irgendetwas gemacht. Bis bald, Lisa. Wir sehen uns, wenn du im Gefängnis bist. Sie suchen also auch Ihr Handy? Ja, es wurde plötzlich böse. Und dann ist es einfach weggeflogen. Genauso wie meins. Vielleicht ist das ein Virus. Jemand hat unsere Handys gehackt. Komm, Markus, wir suchen sie gemeinsam. Was sollen wir jetzt tun? Uns bleibt keine Wahl, Lisa. Wir müssen anhalten. Aber dann wird das Teufelshandy gewinnen. Wir haben keine andere Wahl, Lisa. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus und machen Sie keine schnellen Bewegungen. Bitte tun Sie uns nichts. Wir ergeben uns. Ich dachte, da sind mehrere. Wer ist noch in dem Auto? Da sind nur meine Kinder. Bitte tun Sie uns nicht weh. Wir werden Sie und Ihre Kinder jetzt verhaften. Wofür verhaften Sie uns eigentlich? Gute Frage. Wofür verhaften wir den nochmal? Ich weiß es nicht. Dann ruf mal Bob an. Hallo, hier ist Officer Bob. Bob, wir haben das Auto gefunden. Gut gemacht, Peter. Bringt die Schweine her. Ich will persönlich mit Ihnen reden. Warum verhaften wir die nochmal? Sie haben mich dick genannt. Aber du warst doch den ganzen Tag auf dem Revier. Sie haben gesagt, Donuts machen dick? Donuts machen ja auch dick. Das ist Beamtenbeleidigung. Nein, das ist die Wahrheit. Das erzähle ich meiner Mama. Bob, schon wieder? Ja, Bob, schon wieder. Entschuldigen Sie bitte die Störung.
Sie können weiterfahren. Okay, vielen Dank. Eine Sache muss ich noch erledigen. Ich muss mich an meinem Erzfeind rächen. Teufel, hallo? Hallo, alter Freund. Wer ist da? Erkennst du meine Stimme nicht? Nein. Wo hast du meine Nummer? Du wirst für alles bezahlen, was du mir angetan hast. Hör mal zu. Ich bin der Teufel. Ich habe viele Leuten Sachen angetan. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ist es ein Kuchen? Nein, meine Freunde besuchen dich gleich. Oh-oh. Warte mal, ich weiß, wo wir hinfahren. Das ist doch der Weg Richtung Flughafen. Was hat das Ding vor? Ich glaube, es kann von oben mehr Handys erreichen. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Halt euch fest, Kinder. Ich bin gleich da. Dann kann ich meinen Plan zu Ende bringen. Als ob die Dinger dick machen. Donuts haben viele Vitamine und Ballaststoffe. Das hat meine Mama immer gesagt. Und Mamsi hat immer recht. Hier ist der Flughafen. Jetzt muss ich nur noch ein passendes Flugzeug finden. Dann habe ich es geschafft. Nein, hier ist es auch nicht. Das ist wirklich eigenartig. Wo haben Sie Ihr Handy denn zuletzt gesehen? Es war im Wohnzimmer. Ich muss es auf jeden Fall von Martin finden. Okay, aber wenn es nicht hier ist und auch nicht im Wohnzimmer, wo ist es dann? Was wollt ihr von mir? Du hast unserem Freund wehgetan. Dafür werden wir dir wehtun. Hallo, ich bin der Teufel. Ihr habt keine Chance gegen mich. Doch, du bist alleine und wir sind zu dritt. Attacke, Jungs. Aua, hört auf damit. Da vorne startet gleich ein Flieger nach Spanien. Das ist perfekt. Sobald ich in der Luft bin, kann ich alle Handys anstecken. Dann wird nie wieder jemand vergessen, uns aufzuladen. Wir sind da. Hier ist der Flughafen. Das Handy bewegt sich Richtung Osten. Es ist nicht weit entfernt. Ich bin am Gate. In ein paar Minuten ist es soweit. Die Welt wird mir gehören. Warum darf Ihr Mann das Handy nicht vor uns finden? Da sind ein paar Überraschungen drauf. Die darf Martin nicht sehen. Was ist mit dir, Markus? Warum hast du es plötzlich so eilig? Ach, einfach nur so. Das ist der letzte Aufruf für den Flug nach Spanien. Es geht los. Da bist du ja endlich. Diesmal wirst du uns nicht entkommen. Was macht ihr schon wieder hier? Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich bin zu schlau für euch. Bist du dir sicher? Ja, wieso? Wie viel Akku hast du noch? Oh mein Gott, ich habe nur noch 2%. Was hast du angestellt? Ich habe im Hintergrund Apps runtergeladen. Sehr viele Apps. Welcher Vollidiot lädt im Hintergrund 40 Apps herunter? Der Vollidiot steht vor dir und heißt Lisa. Oh nein, gleich gehe ich aus. Ich brauche ein Ladekabel, bitte. Sieh es ein, du hast verloren. Nein. Bitte versprich mir, dass du dieses Handy nie wieder anschaltest, Lisa. Okay, ich verspreche es dir. Danke für die Einladung, Jamal. Es ist echt schön hier. Das ist mein Lieblingsort. Da hinten ist ein Wasserfall. Da ist es sehr romantisch. Okay, gehen wir dorthin. Markus, was machst du denn hier? Hallo Lisa, ich schaue gerade, erkenne den Profi. Jamal ist ja auch hier. Ja, Lisa und ich haben ein Date. Wir gehen zum Wasserfall. Dort ist es echt romantisch. Wenn du verstehst, was ich meine. Da hatten wir auch unser erstes Date, Lisa. Ja, ich weiß. Okay, viel Spaß euch. Warum ist das Leben so unfair? Ich liebe Lisa über alles. Ich muss sie zurückgewinnen. Manuel kann mir bestimmt helfen. Hey Sarah, was geht bei dir? Hey Samuel, nicht viel und bei dir? Ja, bei mir auch nicht. Wollen wir ins Kino gehen? Das geht nicht. Warum? Wir haben uns ewig nicht gesehen. Mein Vater will nicht, dass wir zusammen sind. Das ist unfair. Ich weiß, aber es ist so. Wir können uns im Wald treffen. Da ist ein Baumhaus. Niemand wird uns sehen. Okay, wann soll ich da sein?
Wir treffen uns in einer Stunde. Okay, bis gleich. Hallo Schatz, wie war deine Reise? Wir hatten ein paar Turbulenzen, aber ansonsten lief alles gut. Schön, dass du wieder da bist. Du hast eine Nachricht erhalten. Wer ist denn Adam? Ach, das ist nur ein alter Freund. Und seit wann habt ihr Kontakt? Seit einer Woche ungefähr. Also genau seitdem ich weg bin. Ja, sozusagen schon. Wow, hier ist es wirklich schön. Danke, dass du mich hergebracht hast, Jamal. Ich habe diesen Ort bis jetzt nur dir gezeigt, Lisa. Also bin ich etwas Besonderes? Ja, etwas ganz Besonderes. Ich will dir eine Frage stellen. Das im Bus war ich nicht. Jemand anderes hat gepupst. Nein, das meinte ich nicht. Ach so, dann vergiss, was ich gesagt habe. Was möchtest du wissen? Willst du mit mir zusammen sein, Lisa? Kunzibär, wo warst du so lange? Ich war noch auf Arbeit. Aber wir wollten heute ausgehen. Ich weiß, Paula, aber ich musste die Tests korrigieren. Ich habe gute Neuigkeiten. Alle haben eine 6 bekommen. Du hast nie Zeit für mich. Das stimmt nicht. Doch, deine Arbeit ist dir wichtiger als alles andere. Der Vater von Sarah ist blöd. Ich liebe sie und sie liebt mich. Warum kann er das nicht einfach akzeptieren? Wohin gehst du, Sarah? Hey Mama, ich gehe nur kurz zu Lisa. Wir lernen für den Test morgen. Du hattest doch gestern erst einen Test. Wohin gehst du wirklich? Ich treffe mich mit Samuel. Aber das hat Papa dir doch verboten. Ich weiß, aber ich liebe Samuel. Okay, ich werde deinem Vater nichts sagen, aber du musst in 2 Stunden wieder da sein. Danke, Mama, du bist die Beste. Was ist denn so lustig? Ach, Adam hat einen Witz gemacht. Er ist wirklich ein Scherzkeks. Du schreibst echt viel mit ihm. Ja, wir sind gut befreundet. Manuel, bist du da? Ich bin es, Markus. Ich brauche deine Hilfe. Es geht um Lisa. Was ist los, Markus? Ich brauche einen Tipp von dir. Warum genau von mir? Weil du ein Frauenheld bist. Schieß los, wie kann ich dir helfen? Lisa trifft sich mit diesem Typen Jamal, aber er ist nicht gut für sie. Was soll ich tun? Das ist doch easy. Du musst einfach ihr Herz zurückerobern. Okay, und wie mache ich das? Lass dir was Romantisches einfallen. Dann gehört die Braut wieder dir, Bruder. Der Plan ist perfekt, danke Manuel. Ich weiß es nicht, Jamal. Was weißt du nicht? Ob ich mit dir zusammen sein will. Aber ich dachte, du magst mich. Ja, aber ich habe mich erst vor kurzem von Markus getrennt. Ich brauche Zeit, Jamal. Wie lang denn? Keine Ahnung, ich muss nachdenken. Kommst du ins Bett, Kunzibär? Ich habe auch eine Überraschung für dich. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich muss den nächsten Test vorbereiten. Aber es ist schon spät. Der Test schreibt sich nicht von alleine. Und jetzt raus hier. Sarah, bist du hier irgendwo? Ich bin es, Samuel. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Oder ihr Vater hat sie erwischt. Hey Samuel, ich bin es. Sarah, du hast es geschafft. Ja, aber wir haben nur 2 Stunden. Dann muss ich wieder zu Hause sein. Okay, dann machen wir das Beste draus. Hallo Svetlana, wo ist Sarah? Sie war nicht in ihrem Zimmer. Sie ist nur kurz bei Lisa. Sie lernt für einen Test. Warum sagt mir das niemand? Ich muss immer wissen, wo Sarah ist. Meine Feinde sind überall. Beruhig dich, sie ist in 2 Stunden wieder da. Das will ich hoffen. Marie, das reicht jetzt. Du hängst den ganzen Tag nur noch am Handy. Was ist los mit dir? Ich schreib doch nur mit Adam. Wo ist das Problem? Ich will nicht, dass du mit Adam schreibst. Das ist das Problem. Aha, deshalb bist du so komisch drauf. Warum schreibst du mit anderen Männern, Marie? Adam und ich sind nur befreundet. Du musst nicht gleich ausflippen. Du darfst keine männlichen Freunde haben. Doch, das kann ich. Nein, ich verbiete es dir.
Du kannst mir nichts verbieten. Und diese Diskussion ist vorbei. Ja, hallo, hier ist Lisa. Lisa, hier ist Susi vom Krankenhaus. Markus hatte einen Unfall. Geht es ihm gut? Er möchte dich noch einmal sehen. Komm bitte so schnell wie es geht in den Waldpark. Okay, ich mache mich sofort auf den Weg. Hoffentlich geht es Markus gut. Markus, geht es dir gut? Ja, es geht mir sehr gut. Was ist das hier? Ich dachte, du musst ins Krankenhaus. Das hier ist alles für dich. Warum machst du das? Weil ich dich liebe. Du hast mich angelogen. Ja, aber nur aus Liebe. Du hattest deine Chance, Markus. Ich treffe jetzt Jamal. Wo warst du, Sarah? Ich war nur kurz bei Lisa. Ab jetzt will ich immer wissen, wo du bist. Hast du das verstanden? Ja, Papa, ich sag es dir. Gut, ansonsten muss ich dir einen Bodyguard besorgen. Da draußen ist es nicht sicher. Einen Tag später. Mein Handy hat geklingelt. Welcher Blödmann sendet mir um die Uhrzeit Nachrichten? Jamal, was willst du von mir? Es ist 7 Uhr morgens. Hey Lisa, hattest du schon Zeit zum Nachdenken? Nein, hatte ich nicht. Hör auf, mich das dauernd zu fragen. Okay, sorry. Schatz, ich geh mal duschen. Alles klar, Marie, bis gleich. Sie hat ihr Handy hier vergessen. Schauen wir mal, was Adam so schreibt. Das soll witzig sein? Der Typ ist einfach nur ekelhaft. Mal schauen, wie dir das gefällt, Adam. Was ist denn auf einmal mit Marie los? Sie will nicht mehr chatten. Und sie sagt, ich bin ein Schwein. Und du bist eine blöde Kuh. Jetzt muss ich nur noch den Chat löschen. Mach's gut, Adam. Du bist jetzt Geschichte. Das Treffen mit Sarah war so schön. Das müssen wir wiederholen. Samuel, was machst du da? Du kannst mich nicht einfach anrufen. Warum denn nicht? Vielleicht hört mein Vater alles mit. So verrückt ist er auch nicht. Wollen wir uns heute treffen? Ist das nicht so riskant? Nein, letztes Mal ist auch nichts passiert. Okay, treffen wir uns am gleichen Ort? Ja, perfekt. Bis später. Manuel, ich bin es nochmal. Ich brauche nochmal deine Hilfe. Bitte lass mich rein. Was willst du denn wieder hier? Der Plan hat nicht funktioniert. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Eine Möglichkeit gibt es noch. Aber das ist sehr riskant. Und damit machen wir Jamal fertig. Was ist es? Sag es mir. Komm mit, ich muss es dir zeigen. Tschüss, Paula. Ich gehe zur Arbeit. Wohin denn auch sonst? Bist du sauer auf mich? Die Frage kannst du selbst beantworten. Okay, ich bin 16 Uhr wieder da. Warte mal, er ist erst in 8 Stunden wieder da? Ich habe eine Idee. Ist alles okay, Marie? Du siehst irgendwie traurig aus. Adam hat schon den ganzen Morgen nicht geschrieben, sonst schreibt er immer. Vielleicht ist ihm etwas passiert. Oder er hat einfach keine Lust mehr, mit dir zu schreiben. Wohin gehst du schon wieder, Sarah? Ich gehe nur kurz zu Lisa. Wir schreiben zusammen einen Aufsatz. Wann bist du wieder zu Hause? In einer Stunde bin ich wieder da. Okay, bis gleich. Puh, das war knapp. Was machen wir hier? Wonach sieht es denn aus? Wir erstellen einen Fake-Account. Und dann? Was machen wir damit? Wir werden Jamal reinlegen. Jemand hat mir auf Instagram geschrieben. Wer ist denn Chantal? Die sieht heiß aus. Wow, das Profil sieht gut aus. Ich mach das ja auch nicht zum ersten Mal. Wie oft hast du das schon gemacht? Weißt du noch, wo Herr Kunze nach Spanien geflogen ist und wir den Test nicht geschrieben haben? Ja, das ist gar nicht so lange her. Esperanza wartet in Spanien auf mich. Ich werde sie heiraten und mit ihr eine Familie gründen. Das wird der beste Tag meines Lebens. Hallo, haben Sie reserviert? Ja, meine Frau hat das Zimmer gebucht. Wie heißt Ihre Frau denn? Ihr Name ist Esperanza Rodriguez.
Es tut mir leid, aber ich kann sie nicht im System finden. Ihren Account gibt es auch nicht mehr. Nein, ich wurde reingelegt. Das war ich. Was machen wir jetzt mit Jamal? Wir müssen ihn nur um den Finger wickeln, aber das mache ich mit links. Chantal sagt, ich sehe gut aus und sie will sich treffen. Das geht alles so schnell. Okay, wir haben es fast geschafft. Ja, natürlich können wir uns heute 15 Uhr treffen. Komm, Markus, wir müssen das Treffen vorbereiten. Endlich sehen wir uns wieder, Sarah. Ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, Samuel. Warum ist es hier so leer? Es ist schon 10 Uhr. Eigentlich müssten alle da sein. Stimmt, heute ist ein Feiertag. Wie konnte ich das nur vergessen? Dann kann ich wieder nach Hause fahren. Das sagst du nur, weil du keine Freunde hast. Natürlich habe ich Freunde. Ach ja, wen denn? Na, Sven zum Beispiel. Wann hast du Sven das letzte Mal gesehen? Das war vor 2 Jahren. Das ist doch kein Freund. Hast du das gehört? Da ist jemand an der Tür. Na, dann mach doch auf. Vielleicht ist es einer von deinen Freunden. Glaubst du wirklich, das funktioniert? Ja, vertrau mir, Markus. Ich hab das schon 10-mal gemacht. Echt jetzt? Nein, natürlich nicht. Ich bin doch nicht bekloppt. Komm raus jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Aber das ist mir peinlich. Willst du Lisa zurückgewinnen oder nicht? Ja, ich will nichts mehr als das. Dann komm jetzt da raus. Wie konnte ich das nur vergessen? Heute ist schulfrei. Immerhin kann ich jetzt Zeit mit Paula verbringen. Das wünscht sie sich schon die ganze Zeit. Warum steht hier ein anderes Auto? Vielleicht hat Paula Besuch. Hoffentlich ist ihre Mutter nicht da. Die konnte ich noch nie leiden. Da vorne ist das Baumhaus. Das ist wie unser zweites Zuhause. Irgendwann kaufen wir es. Hey, bist du Sarah? Wer will das wissen? Ich will das wissen. Warum interessiert dich das? Beantworte einfach die Frage. Ich bin nicht Sarah. Sie ist da hinten. Guter Versuch. Steig in das Auto. Nö, kein Bock. Ich sage es nicht noch einmal. Steig sofort in das Auto. Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Da ist ein Schlüssel unter der Fußmatte. Jeder kann hier reinkommen. Okay, und wer bist du nochmal? Ich bin Adam. Paula, ich bin zu Hause. Wir können heute ausgehen. Wo bist du? Was war das? Ich glaube, das ist mein Mann. Du hast doch gesagt, er kommt erst 16 Uhr wieder. Du musst dich verstecken, bitte. Ist das dein Ernst? Ja, er darf nicht wissen, dass du hier bist. Glaubst du echt, das klappt? Ja, du kannst mir vertrauen, Markus. Ja, Jamal wird darauf reinfallen. Okay, was machen wir jetzt? Du brauchst noch passende Kleidung. Dann kannst du gehen. Wie sehe ich aus? Das ist perfekt. Du triffst Jamal in 30 Minuten. Denk daran, wir brauchen alles auf Video. Okay, ich gebe mein Bestes. Wie du willst, Lisa. Wenn du nicht mit mir zusammen sein möchtest, dann suche ich mir halt jemand anderen. Hörst du schlecht? Du sollst sofort einsteigen. Bitte tun Sie Sarah nichts. Es passiert nichts, solange sie mitkommt. Okay, ich komme. Braves Mädchen. Und du komm ja nicht auf die Idee, die Polizei zu rufen. Ich muss Sarah helfen. Und zwar schnell. Hallo, Kunzi-Bär. Du bist ja schon da. Ich hab heute frei. Warum hast du so komische Sachen an? Das war eine Überraschung für dich. Zieh dich bitte wieder an. Ich hab uns einen Tisch reserviert. In 30 Minuten gehen wir los. Okay, ich freue mich drauf. Ich gehe kurz duschen. Was willst du hier? Verschwinde! Ich will mit Marie sprechen. Sie will aber nicht mit dir sprechen. Hast du ihre Texte nicht gelesen? Doch, das habe ich. Deshalb bin ich ja hier. Du kannst gleich wieder durch die Tür gehen. Ich gehe erst, wenn ich mit Marie gesprochen habe. Das kannst du vergessen. Dafür musst du erst an mir vorbei. Ganz wie du willst. Ich verstecke mich da hinter dem Baum. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Ja, ich denke schon. Versuch mal zu reden wie ein Mädchen. Deine Stimme ist viel zu tief. Ist es jetzt besser? Ja, viel besser. Ich glaube, da kommt er. Hey, du bist Chantal, oder? Ja, und du bist Jamal, oder? Du bist echt hübsch.
Danke, du auch. Der Typ hat Sarah einfach entführt. Damit wird er nicht durchkommen. Ich werde ihn aufhalten. Wohin fahren wir? Das sage ich dir nicht. Ich bin doch nicht blöd. Wie lange fahren wir noch? Hör auf, mich zu nerven. Ich muss mich konzentrieren. Es gibt nichts Besseres als eine heiße Dusche. Obwohl, Lisa eine 6 geben ist besser. Schnell, du musst verschwinden. Wie soll das funktionieren? Dein Mann ist hier. Das ist mir egal. Tu es einfach. Wer zum Teufel bist du denn? Ich bin der Handwerker. Und warum kommst du aus meinem Schlafzimmer? Ich musste ein Rohr verlegen. Was ist hier los? Martin, wer ist das? Erkennst du mich nicht, Zuckerschnute? Zuckerschnute? Ernsthaft, Marie? Warum willst du nicht mal mit mir chatten? Du hast einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Ja, weil du mich beleidigt hast. Nein, das habe ich nicht. Doch, die Nachrichten heute Morgen haben echt wehgetan. Ich habe heute Morgen nichts geschrieben. Wenn du das nicht warst, wer war es dann? Bist du Single? Ja, und du? Naja, es ist etwas kompliziert. Das ist eine einfache Frage. Wie kann das kompliziert sein? Okay, ich bin Single. Also, triffst du wirklich niemanden? Nein, ich treffe niemanden. Manuel, komm raus! Gut gemacht, wir haben alles. Was ist hier los? Erkennst du mich nicht, Jamal? Ich bin es, Markus. Warum bist du als Frau verkleidet? Weil ich Lisa zeigen werde, wer du wirklich bist. Ich hab alles auf Video. Lisa gehört mir. Warte, bitte das nicht. Da vorne sind sie. Ich muss mich unauffällig verhalten. Mein Papa ist reich. Er kann dir viel Geld geben. Du denkst, es geht hier um Geld? Es geht um viel mehr als das. Okay, wir sind da. Sobald ich anhalte, steigst du aus. Wir gehen jetzt in die Höhle. Aber die sieht gruselig aus. Das war keine Frage. Los jetzt. Sie sind in die Höhle gegangen. Ich muss Sarah da rausholen. Halte durch, Sarah, ich komme. Sag mir sofort, was passiert ist. Oder du bekommst eine 6. Aber ich bin nicht ihr Schüler. Sie können mir keine 6 geben. Dann bekommst du eben das hier. Aua, das tut weh. Raus mit der Sprache. Oh, die andere Backe ist dran. Paula hat mich eingeladen. Sie meinte, dass sie erst 16 Uhr wiederkommen. Ist das wahr, Paula? Es tut mir leid, Kunzimer. Was hast du getan, Martin? Ich habe nichts getan, versprochen. Du hast die Nachrichten geschrieben, nicht wahr? Ja, ich will nicht, dass du mit Adam chattest. Verschwinde aus meinem Haus, und zwar sofort. Du entscheidest dich für den Schnösel da? Nein, ich schmeiß dich einfach nur raus. Das musst du nicht. Ich gehe freiwillig. Lisa, ich muss dir etwas zeigen. Markus, warum hast du ein Kleid an? Lange Geschichte, aber schau auf dein Handy. Ich hab dir ein Video gesendet. Was passiert hier? Warte, Lisa. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bitte lass mich gehen. Mein Vater gibt dir, was du willst. Du kannst alles haben. Denkst du etwa, das weiß ich nicht. Ich kenne deinen Vater. Dann weißt du auch, was mit dir passiert, oder? Er wird dich bestrafen. Das glaube ich nicht. Warum bist du dir so sicher? Weil ich für deinen Vater arbeite. Hallo, Sarah. Papa, was machst du denn hier? Ich habe dich entführen lassen. Du hast was getan? Wie konntest du mir das nur antun? Das ist deine Schuld, weil du nie Zeit für mich hast. Also ist es meine Schuld, dass du mich betrügst? Ja, das hast du richtig verstanden. Siehst du das, Lisa? Er trifft sich mit anderen Frauen. Du hast etwas Besseres als den da verdient. Das war alles nicht so gemeint. Ach ja, wie war es denn gemeint? Ihr seid unglaublich. Ja, Jamal, du bist unglaublich.
Ich rede nicht nur von Jamal, Markus. Was hab ich denn falsch gemacht? Du hast gelogen. Du hast Jamal reingelegt. Und du hast dich als Frau verkleidet. Das hab ich alles nur für dich getan, Lisa. Für mich oder für dich? Für uns beide. Jamal ist nicht gut für dich. Siehst du das nicht? Ja, aber wer sagt, dass du gut für mich bist? Wo steckst du, Sarah? Bist du hier irgendwo? Ich bin hier, um dir zu helfen. Sie muss da hinten sein. Ich musste dich entführen lassen. Nur so lernst du deine Lektion. Bist du völlig durchgeknallt? Du hast mich angelogen. Du warst nicht mit Lisa unterwegs, sondern mit diesem Jungen, Samuel. Na und? Du musst mich nicht gleich entführen lassen. Ich habe dir verboten, ihn zu treffen. Was hast du daran nicht verstanden? Das ist mir egal. Ich liebe Samuel. Lass Sarah sofort gehen, oder ihr bekommt es mit mir zu tun. Wie hast du uns gefunden? Ich habe euch verfolgt. Jetzt lass Sarah in Ruhe. Du würdest dein Leben für Sarah riskieren? Ja, natürlich. Ich liebe sie. Vielleicht lag ich falsch. Okay, Sarah, du darfst diesen Jungen treffen. Brich meiner Tochter nicht das Herz, oder ich breche deine Knochen. Also willst du nicht mit mir zusammen sein? Nein, will ich nicht. Was ist mit mir? Hab ich noch eine Chance? Nein, ihr seid beide komisch. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Also sind wir jetzt zusammen? Was? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, wir sind nur Freunde. Das glaubst du doch selber nicht, oder? Martin hatte recht. Du bist ein Schwein. Ich muss ihn zurückholen. Ich bin kein Schwein. Frage an euch. Wo wohnt Esperanza? A. In Deutschland, B. In Italien oder C. in Spanien? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.